US-Präsident Donald Trump behauptete einst, er könne die beliebteste Person in Europa sein und für jedes Amt kandidieren, wobei er außer Acht ließ, wie unbeliebt er auf dem Kontinent ist. Mit Blick auf den niedrigen Umfragewert in Europa sagte er später, ich werde nicht von Europäern gewählt, ich werde von Amerikanern gewählt, von amerikanischen Steuerzahlern.